Der Osterhase und der Schneemann von Kerstin Völker. Eines Tages im April wachte Oskar, der Osterhase, sehr früh morgens auf. Draußen war es noch ganz dunkel. Heute ist der große Tag, dachte Oskar. Noch genau 2 Wochen bis Ostersonntag. Ich muss anfangen, Schokoladenhasen und Zuckereier vorzubereiten und bei den Hennen Eier bestellen. Aber als Oskar aus dem Fenster schaute, zog er erstmal enttäuscht die Nase kraus. Draußen war immer noch alles tief verschneit. Der Winter lässt sich dieses Jahr aber wirklich Zeit, seufzte er. Wo soll ich denn im Schnee meine Osterhasen verstecken? Traurig ließ Oskar beide Ohren hängen. Doch ganz gleich bei welchem Wetter, Ostern musste stattfinden. Und Oskar hatte noch jede Menge zu tun. Also wand er sich die Schürze um und machte sich an die Arbeit. Bald flitzte er in seiner Küche hin und her, rollte Marzipaneier und rührte rosa Zuckerguss. Plötzlich ging die Tür auf und der Schneemann steckte sein Rübchennäschen hinein. Hier riecht es aber lecker, sagte er. Ach, du treibst dich immer noch hier herum? Sagte Oskar unfreundlich. Deswegen liegt draußen so viel Schnee. Willst du nicht endlich wieder zum Nordpol gehen? Der Schneemann schüttelte den Kopf, dass die Schneeflocken schoben. Nein, ich will auch mal mit den Kindern Ostereier suchen. Oskar erklärte ihm, dass Schnee und Nester verstecken überhaupt nicht zusammenpassen. Aber der Schneemann ließ sich nicht beirren. Jedes Jahr, solange der Schneemann da war, schneite und fror es. Meistens blieb er von Dezember bis zum nächsten März. Danach reiste er zum Nordpol und machte den Frühling und Sommer über Ferien. Doch dieses Jahr ging der März zu Ende und der Schneemann machte keinerlei Anstalten zu gehen. Oskar sehnte sich nach dem Frühling, den Blumen und einem warmen Windzug. Er wollte die Osternester im hohen Gras unter den grünen Büschen verstecken. Plötzlich hatte Oskar eine Idee. Wie wäre es, wenn wir darum spielen, ob du noch hier bleibst oder nicht? Der Schneemann guckte verdattert. Pass auf, sagte Oskar. Wir spielen genau 9 Runden Schwarzer Peter. Wenn du mehr Spiele gewinnst als ich, darfst du bleiben. Und Ostern wird dieses Jahr im Winterkleid gefeiert. Habe ich mehr Glück, musst du zum Nordpol fahren und kommst erst im Dezember wieder. Der Schneemann überlegte sich das ein bisschen und war dann einverstanden. Oskar räumte den Küchentisch frei und sagte, dann lass uns gleich anfangen. Ich kann nämlich jeden Tag nur einmal spielen, weil ich noch ziemlich viel zu tun habe bis Ostersonntag. Sie setzten sich gemütlich auf das Sofa. Der Schneemann durfte die Karten austeilen und das erste Spiel begann. Dieses Mal hatte Oskar das Glück auf seiner Seite. Der schwarze Peter blieb beim Schneemann und der Osterhase hatte gewonnen. Im selben Augenblick klarte draußen der Himmel auf. Es hörte auf zu schneien und ein laues Lüftchen fuhr durch die froststarren Zweige der Bäume. Die Menschen in den Häusern öffneten die Fenster und ließen die Frühlingsbrise durch ihre Stuben wehen. Danach wollte Oskar sich gleich wieder an die Ostervorbereitungen machen. Aber weil der Schneemann so traurig guckte, setzte er sich wieder hin. Also gut, wir spielen noch einmal. So ist es gerechter. Das gefiel dem Schneemann. Eifrig mischte er die Karten. Dieses zweite Spiel ging glücklich für ihn aus. Aus der lauen Frühlingsbrise wurde wieder ein eisiger Hauch. Der Schneemann war sehr froh darüber, ihm war schon viel zu warm geworden. In den nächsten Tagen ging es zwischen Oskar und dem Schneemann immer hin und her. Sie gewannen abwechselnd und das Wetter spielte wie verrückt. Wenn Oskar gewonnen hatte, taute der Schnee und die Vögel zwitscherten. Ging die Runde für den Schneemann glücklich aus, zogen sich die Wolken wieder zusammen und der Frost klirrte. Sonnenschein verwandelte sich in Hagelschauer und manchmal erschien auch ein Regenbogen. Boah, was für ein Aprilwetter, sagten die Menschen. So vergingen 6 Tage. Oskar hatte schon 93 Schokoladenhasen und mindestens 5 Pfund Marzipan- und Nougat-Eier geformt. Überall stapelten sich die Ostersachen. Zwischen dem Hasen und dem Schneemann stand es 4-4 unentschieden. Ein Spiel stand noch bevor und es würde die Entscheidung bringen. Unterdessen hatte sich der Wettstreit unter den anderen Tieren herumgesprochen. Viele versammelten sich in Oskars Haus und beobachteten gespannt die letzte Runde.
Sogar der Igel hatte seinen Winterschlaf vorzeitig beendet. Der Schneemann teilte die Karten aus. Oskar wackelte vor Aufregung wild mit seiner Nase. Er wünschte sich den Frühling so sehr herbei. Und er hatte Glück. Gewonnen, schrie er. Und die anderen Tiere freuten sich mit ihm. Der Schneemann saß ganz traurig und eingesunken in der Ecke. Aber Oskar tröstete ihn. Weißt du was? Ich gebe dir ein großes Paket voller Ostersachen mit. Vielleicht kannst du ja die Schneehasen am Nordpol überreden, auch für die Eskimo-Kinder ein Osterfest zu veranstalten. Da hellte sich die Miene des Schneemanns auf. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Ich mache mich gleich auf den Weg. Und so kam es, dass auch dieses Jahr die Kinder im schönsten Frühlingswetter auf Ostereiersuche gingen.